Einen wunderschönen guten Morgen. So, unser Wohnmobil läuft wieder. Batterien müssen geladen werden. Das haben wir heute Nacht schon zweimal gemacht. Der hält einfach die Batteriespannung nicht. Und wir müssen jetzt mal gucken. Wir haben ganz, ganz viele liebe Zuschauertipps bekommen. Und wir versuchen jetzt mal den einen oder anderen Tipp abzuarbeiten, was wir von hier aus halt machen können. Unter anderem haben wir den Tipp bekommen, dass wir von außen einfach mal mit einer externen Stromquelle einspeisen sollen, dass die Akkus sich wieder auf 100% vollladen und von dort aus dann wieder dieses Batteriemanagement funktioniert, weil es könnte sein, dass sich das aus irgendeinem Grund ein bisschen verloren hat. Und ja, das probieren wir jetzt heute mal aus. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen spazieren und ja, dann gucken wir mal weiter. So, ihr seht, eine Reihe voller Wohnmobile und Kastenwagen, also total cool hier und alles total nett auch. Ja, war eine ganz ruhige Nacht hier auch, obwohl, wie ihr seht, hier nebendran gerade eine Baustelle ist, aber die haben Gott sei Dank nicht so früh angefangen und haben jetzt anscheinend auch schon wieder Frühstückspause. Ja, also total schön einfach und trotz unserer ganzen Probleme. Heute Nacht ist auch wieder die Heizung also ausgefallen, der Strom hat wieder nicht gehalten. 3:30 musste Markus aufstehen und musste den Wagen mal kurz laufen lassen, damit die Heizung wieder geht. Aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen und genießen jetzt den Tag. Ja, ja, ich koche gerade Essen und ihr lasst es euch schon schmecken. Pizza. Nur gesunde Sachen. Ja. Nee, das lassen wir mal dann. Kohlrabi in Spanien. Kohlrabi für die Hunde. Die ja. Lieben das. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Möchtest du auch ein Stück? Nein, danke. Also, das Wetter ist herrlich. Ja, trotz Stromprobleme ist es einfach schön, ne? Ja. Na gut. Ich koch mal weiter. Mach das. Ich bin gespannt. Was riecht da? Sehr, sehr lecker. Ja, ich habe uns mal ein bisschen live gemacht. Dankeschön. Ein bisschen Energy, ein bisschen Vitamine. Ja, das ist die Goldhirse mit den Champignons. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Kann der Markus euch ja gerne... Der Markus, ich sage extra der Markus, weil viele sich ein bisschen an dem Schnucki... Nein, sag das ruhig weiter. Ich meine, weil mein Schnucki hat wir das, sind, wie wir sind, oder? Genau, eigentlich schon. Ja, hast du auch wieder recht. Nein, mein Schnucki kann euch das ja gerne mal hier oben verlinken. Das ist die Goldhirse mit den Champignons. Und ja, das ist ganz, ganz lecker. Ist es gleich soweit? Ja, nicht mehr lang. Das ist auch gut so, ich habe echt Kohldampf. 1-2 Minuten und dann ist gut. Wir fahren jetzt mal ein bisschen nach Denia in die Stadt. Wir müssen uns unsere Handykarte aufladen, unsere spanische Karte fürs Internet und schauen uns da einfach mal ein bisschen um. Ja, ist schön hier. Ist schön hier. Die geht jetzt die Straße hier direkt an so einem, ja, mit so einem breiten Fußgängerweg. Führt jetzt da hinten Richtung Hafen. Ganz da hinten ist der Hafen und da fahren wir ja mal jetzt lang und ja, fangen mal so ein bisschen was ein. Und schon sind wir am Hafen. Also ihr habt gesehen, das war nicht weit von unserem Stellplatz bis hier an den Hafen. Und wie gesagt, schön zu fahren oder zu laufen mit dem Fahrrad. Und hier habe ich eben gesehen, da unten sind alles voller Fische. Thank you.
So, wir haben unser Ziel erreicht. Orange Laden haben wir gefunden. Und das ist auch hier eine ganz, ganz schöne Einkaufsmeile. Und diese Bäume, die hier so ein bisschen von rechts und links rüber ragen, das sieht total geil aus. Und dann haben die oben überall in der Krone, kann man jetzt schlecht erkennen, überall Weihnachtsbeleuchtung. Ich kann mir vorstellen, abends sieht es hier richtig schick aus. Es geht einmal in die Richtung und dann geht es auch nochmal hier in die Richtung bis da runter. Und da unten ist ja dann das Meer. Super geklappt, super nette Mitarbeiter und laufen jetzt noch mal ein bisschen durch die Stadt und schauen uns das Ganze mal an. Mein Schnucki hat eine gute Idee mit ihrem Elektroroller. Sie will nach Hause und sagt, es geht hier lang. Und hier geht es schon seit 10 Minuten bergauf. Ja, und jetzt sind wir hier. Ist auch schön, aber ist auch anstrengend. Hast du noch deinen Akku voll, ja? Ja, geht ja dann nachher nur noch bergab. Ja, super. Geht der Berg ab, das ist so schlecht. Oh, aber wie schlecht. Ja. Komm, das gibt. Okay. Für den Heimweg bezahlen wir jetzt erstmal nicht. Aber vielleicht gucken wir uns das trotzdem irgendwann nochmal an. Ja, das stimmt. Gibt ein Schnaufvideo. Hello, 8:30, was ist los? Ja, ich musste jetzt erstmal den Markus schnell anrufen. Bei uns ist Wasser leer. Ja, eigentlich fahre ich mit dem Wohnmobil sofort los, aber der Milo schläft, wir haben ja Kinder natürlich und kann ich jetzt nicht losfahren. Ich habe schon gesehen, es war so, ja, morgen fahren wir los, aber jetzt, ja, und jetzt brauche ich die Hilfe. Jetzt müssen wir, er sagte gerade, wo sind denn deine Behälter? Ich sage, welche Behälter? Wir müssen jetzt tatsächlich mal welche kaufen. Also ab geht's nach Aldi. Behälter kaufen, Wasser suchen. Und, ja, deswegen habe ich den starken Markus dabei, weil der hat ja Kraft. Ne? Ich bin ja eine Pumpe. Ne? Ja, ja, hier extra hier den Kraftprotz hier dabei. Ja, ja, Lastenesel. Ja, und ich habe hier, welchen habe ich? Wie nennt sich der? Ja, hier E-Scooter. Ja, ich darf selber hier fahren oder werd gefahren. Ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Ja, komm, lass mal los. Ah, wir sind hier gerade eben angekommen und ja, der Markus, der lässt mich tatsächlich ohne Licht fahren. Jetzt haben wir gerade eben gesehen, hier geht doch Licht. Ja, wir Markus, wissen nur nicht so ganz genau, wie es funktioniert. Du hast es eben mal kurz gedrückt und dann ging es auf einmal an. Ja. Deswegen dachte ich, ist das ein Bremslicht? Ja, es muss doch Licht sein. Ich meine, hier ist gerade eben dunkel, ne? Huch. Nee, der macht. Macht er nichts, das, ne? Wir finden das aber noch raus. Das war. Du kennst dich ja super hier mit deinem Equipment aus, du. Ja, ja, das ist die Pia-Ehrenroller, die weiß das. Ah, da guck mal, jetzt geht's. Jetzt Plus und Minus zusammengedrückt. Plus und Minus, auch vorne Licht? Nee, vorne brauchst du nicht, ne? Nee, vorne leuchtet nichts. Guck mal, wieder was gelernt, oder? Deswegen hier, da haben wir. So, einer mit Licht nach vorne und einer hinten, nicht vor hinten, ne? Sehr vorbildlich. Der Illo hat Beute gemacht. Oh, geil. Ich sehe, das sieht aber gut aus, du. Ich habe sogar noch ein Extra mitgebracht hier. Was hast du da? Ja, ich habe immer das Problem, dass ich in Marokko oder sowas war, oder auch in Frankreich, ne, hatte ich immer das Problem, ich habe an meiner Kabeltrommel, habe ich, meistens braucht man ja diesen Stecker oder diesen, ne,
In Frankreich kennt ihr das oft, ne? Wenn diese beiden Pinne gehen rein und da gibt es oben noch diesen Pin. Und ja, ja, kriegt man genau. Normal dann nicht rein. Deswegen, jetzt gerade eben hier gesehen, ich weiß gar nicht, was der gekostet hat. Ich habe so eine kleine Verlängerung für mein Verlängerungskabel quasi geholt. Ah, also so wie man das quasi immer fachmännisch macht. Ja, aber auch in Marokko war das so und ich konnte mal nie meine Dings dran schließen. Da habe ich nur so eine Dreiersteckdose, aber dann denke ich ja, dann kommt das ganze Wasser da rein ins Auto. Ja, ja, klar. Das hat jetzt nur 2 Euro gekostet. Wow. 2 Euro, das ist echt, nee, 3,44 Euro, ich habe mich vertan. Das Wasser hat 2 Euro gekostet. Was ist in so einer Gallone jetzt drin? 8 Liter. 8 Liter. Naja, damit kommst du über die Nacht. Ja, nein, ich mache das jetzt in den Wassertank rein. Ja, ja, weiß ich. Achso, weiß ich, ja. Weil wir brauchen Klospülung, nichts geht mehr, ne? Und wenn Klo nicht mehr geht, das du hast Kinder, dann ist übel auch mal, ne? Das ist blöd, ja. Ja. Gut. Gut, du nimmst 4, ich nehme 2. Ich nehme 2. Wir gucken mal, wie wir das jetzt hier alles hier so ein bisschen verstauen können. Ja, so sieht das Ganze aus, wenn wir hier auf Tour sind und der Markus hatte gerade gar nicht seine Kopflampe an. Das geht ja nicht. Weiß ist vorne, du bist hinten. So, jetzt bilden wir hier den Zug und los geht's. Boah. Ah, was machen Sie denn da? Spritklau hier? Ja, ja, sieht so aus, gell? Nee, wir füllen hier den guten Etrusco, ne? Guten Etrusco mit gutem Wasser. Ah, ja. Ich habe eigentlich immer so ein Teil hier, was ich hier oben drauf machen kann, so eine Art Trichter, aber ich finde ihn gerade nicht. Und der Markus sagte, komm, ich habe doch meine gute Gießkanne. Nehmen wir die Gießkanne, genau. Ja, müssen wir jetzt auch nochmal sagen hier, also die Akion-Nutzer, ne, die machen jetzt doch, holen sie doch Flaschen und müssen schleppen. Ne? Sonst haben sie mir erzählt, die brauchen nicht mehr schleppen, ne? Ja, ja. Aber siehst du, so schnell geht's. So ne? schnell geht's.